Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Medizinprodukte begleitet uns, mich schon seit einer ganzen Weile. Medizinprodukte, das ist ja ein weites Feld von einfachen Verbandsmitteln über Schutzausrüstungen und Schutzmasken, die ja auch hier im Haus schon für einige Aufregungen gesorgt haben, bis hin zu komplizierten und invasiven Medizinprodukten wie Herzschrittmacher, Implantate oder künstliche Gelenke und so weiter und so fort. Weil es eine solche breite Palette ist, gibt es halt eben bei den Medizinprodukten entsprechende Risikoklassen. Die sind in entsprechenden Risikoklassen eingeteilt. Die Zulassung dieser Produkte muss genauen Regeln folgen und die Überwachung der Anwendung hat hohe Priorität. Für die Linke steht in dieser Diskussion immer die Sicherheit der Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Das vorliegende Gesetz, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, dient vor allem dazu, die Übergangsvorschriften des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz an die Verschiebung des Geltungsbeginns der neuen Medizinprodukteverordnung anzupassen und Fristen entsprechend um ein Jahr zu verschieben. Die Regelungen vollziehen europäische Entwicklungen nach und führen an einigen Stellen sinnvolle Präzisierungen ein, soweit so technisch, soweit so gut. Aber es hätte ja die Gelegenheit gegeben, an dieser Stelle das zu nutzen, um die vielen Baustellen, die es im Medizinprodukterecht noch gibt, anzupacken. Da haben wir aber durch die ganze Diskussion um die Nutzen- und Risikobewertung vor allen Dingen von Medizinprodukten höherer Risikoklassen in der EU erlebt, dass die Bundesregierung eher auf der Bremse steht als auf dem Gas steht insgesamt. So eine behördliche Zulassung, vergleichbar mit dem FDA in den Vereinigten Staaten, gibt es nicht, nicht einmal für Hochrisikoprodukte. Stattdessen werden benannte Stellen, das ist ja auch schon genannt worden, mit der Überwachung beauftragt. In Deutschland sind das nach wie vor überwiegend Privatunternehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Bundesamt für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukten müssen Risikoereignisse von Medizinprodukten gemeldet werden. Und da zeigt sich, über was für eine wachsende Dimension wir da eigentlich reden. In 2008 gab es rund 4.800 solcher Meldungen. In 2017 waren es über 14.000 solcher Meldungen. Das hat sich mehr als verdreifacht. Das unterstreicht deutlich, wie dringend mehr Sorgfalt bei der Zulassung und einer Überprüfung der Anwendung geboten ist. Vielen ist noch der Skandal um die Brustimplantate in Erinnerung, die mit Industriesilikon befüllt waren und auch nicht dicht hielten. Das war ein bewusst krimineller Akt eines Herstellers, der allerdings auch das unzureichende Zulassungs- und Überwachungssystem ausnutzen konnte. Das hat damals den Anstoß gegeben für eine Neufassung bei der Medizinprodukteverordnung auf EU-Ebene. Mit der besonders herstellerfreundlichen Haltung der Bundesregierung blieb diese Verordnung allerdings hinter dem Notwendigen zurück. Vor 10 Jahren kommentierte der damalige Leiter der Device Section der FDA, Dr. Schurin, die niedrigen Marktzugangsvoraussetzungen für Hochrisikomedizinprodukte in der EU ziemlich zynisch: Wir benutzen US-Bürger nicht als Versuchskaninchen. Inzwischen hat sich da etwas verbessert, aber aus unserer Sicht bei weitem nicht genug, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten den Rang zu geben, den ihnen gebührt. Hier hätte es Chancen gegeben, mehr als eine einfache Anpassung vorzunehmen. Sie wurde jedoch nicht genutzt und sie konnte nicht genutzt werden. Das weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass die Koalitionäre da im Streit waren. Das, keine Ahnung. Deshalb allerdings können wir uns an dieser Stelle nur enthalten. Vielen Dank. Danke sehr. Das Wort hat Cordula Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90.